Mücheln im Geiseltal. Verkehr zwängt sich durch die enge Ortsdurchfahrt mitten im Stadtzentrum. Darunter immer wieder schwere Lkw. Eine Zumutung für die Anwohner wie Hermann Thon. Also es ist mal eine Ruhephase drin, von abends um 11 bis nacht um 3 Uhr, dann geht das schon los. Er berichtet, das Verkehrsaufkommen sei zuletzt immer weiter gestiegen. Auf heute 400 bis 500 Lkw täglich. Deutschland hat ein Problem mit dem Güterverkehr. Mehr als 3/4 davon benutzen die Straße. Allein über unsere Autobahnen rollen täglich 1,3 Millionen Lkw. Viele Bahnstrecken, eigentlich umweltfreundliche Alternativen, wurden dagegen stillgelegt. Manche sogar zugunsten der Straße regelrecht zerstört. Ein Güterzug kann bis zu 52 Lkw ersetzen. Schon lange fordern Umweltschützer mehr Güterverkehr auf der Schiene. Seit Jahrzehnten verspricht das die Bundesregierung. Jetzt endlich will sie Milliarden in das Schienennetz investieren. Warum aber ist Deutschland beim Güterverkehr auf der Schiene nicht schon viel weiter? Die Menschen in Mücheln leiden unter dem wachsenden Lkw-Verkehr. Mit einer Bürgerinitiative wollten sie die schweren Laster aus der Stadt verbannen. Ohne Erfolg. Inzwischen haben sie aufgegeben. Es geht ja schon 10, 15 Jahre mit dieser Geschichte hier. Von der Straße auf die Schiene, wo Herr Tiefensee noch Verkehrsminister war in der Bundesrepublik, der hat sich ja klar dafür eingesetzt. Aber ein Großteil der Lkw kommt aus dem nahen Karsdorf. Dort steht ein großes Zementwerk. Im Minutentakt rollen Laster durch das Werktor. In Spitzenzeiten bis zu 300 am Tag. Der Betrieb wickelt sämtliche Transporte über die Straße ab. Dabei liegt unmittelbar nebenan ein großer Werksbahnhof, noch aus DDR-Zeiten. Eine Privatbahn stellt dort heute Züge ab. Doch Zementtransport per Bahn sei bei einem Lieferumkreis von 150 Kilometern viel zu aufwendig, sagt Werkleiter Berthold Perschall. Im Vergleich zwischen Lkw und Bahntransport ist der Lkw-Transport für uns deutlich flexibler und kostengünstiger. Sie müssen sich vorstellen, dass die wenigsten unserer Kunden Bahnanschlüsse haben. Der Kunde muss produzieren können, er muss den Zement zur richtigen Zeit an dem gewünschten Ort haben. Wenn wir das nicht realisieren können, sind wir für den Kunden nicht attraktiv. Ärgerlich findet diese Situation Andreas Thomisch. An seinem Haus in Mücheln donnern täglich auch die Zement-Lkw aus Karsdorf vorbei. Für ihn hat die Politik in Deutschland kläglich versagt. Man müsste versuchen, so wenig wie möglich Verkehr zu erzeugen. Ich sehe aber in der Verkehrspolitik der letzten 30 Jahre überhaupt dazu keinen Ansatz, in der Richtung wieder was zu verändern. Im Gegenteil, es wurde immer mehr Verkehr von der Schiene auf die Straße verlegt. Und jetzt haben wir die Auswirkungen. Der Lkw ist längst zum Goldstandard der Logistik geworden. Viele Unternehmen lassen sich Rohstoffe oder Bauteile genau dann liefern, wenn sie sie benötigen. Das spart Geld für teure Lagerhaltung und erfordert immer mehr Lkw. 27.000 Mal sind jedes Jahr allein in Deutschland Lkw in Unfälle verwickelt. Der stetig wachsende Verkehr verstopft selbst breite Autobahnen. Pendler stehen stundenlang im Stau. Und Verbrennungsmotoren belasten die Umwelt mit CO2, Stickoxiden und Feinstaub. Die Bundesregierung will den Anteil der Güter auf der Schiene erhöhen, von derzeit 19% auf 25% bis 2030. Einfach wird das nicht, denn sie muss jetzt Fehler der letzten Jahrzehnte beseitigen. Seit den 90er Jahren sollte die Deutsche Bahn an die Börse. Für bessere Geschäftszahlen verordnete der damalige Bahnchef Hartmut Medorn einen beispiellosen Schrumpfkurs, vor allem im Güterverkehr. Bahnanlagen wie Weichen oder Abstellgleise kosten Geld.
Viele wurden einfach abgebaut. 4 von 5 Gleisanschlüssen stillgelegt. Seit 1990 wurden in Deutschland mehr als 6500 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. Ein Fünftel des deutschen Schienennetzes, so viel wie das komplette Streckennetz der Niederlande. Ein Beispiel ist die ehemalige Kanonenbahn, die hier bei Barby die Elbe überquerte. Einst gebaut fürs Militär, quer durchs Deutsche Kaiserreich von Berlin bis nach Metz. Noch zu DDR-Zeiten hatte sie fast überall 2 Gleise, erzählt Jürgen Krebs. Der Verkehrsingenieur im Ruhestand kennt die einstige Bedeutung der Strecke für den Güterverkehr. Sie war zu DDR-Zeiten unwahrscheinlich wichtig. Sie war auch die wichtigste Umleitungs- und Reservestrecke im Netz der damaligen Deutschen Reichsbahn. Wir lagen hier in dem mittleren Abschnitt bei ungefähr zwischen 30 und 40 Güterzügen pro Tag. Und im Bereich um Hettstedt in Richtung Sangerhausen lagen wir sogar bei knapp über 80 Güterzüge pro Tag. Die Deutsche Reichsbahn wollte die Strecke daher sogar ausbauen und elektrifizieren. Doch nach dem Ende der DDR geschah das Gegenteil. Auch sie fiel dem Schrumpfkurs zum Opfer. Inzwischen sind die Gleise weitgehend abgebaut. In der Nähe von Güsten wurde sogar der Bahndamm komplett weggerissen für eine Autobahn. Ein stärkeres Sinnbild für die deutsche Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte gibt es kaum. Solange wie mehr in die Straße gesteckt wird als in die Schiene, sind das alles Lippenbekenntnisse. Und keine Partei, auch die, die auf Ökologie Wert legen, haben da einen nennenswerten Beitrag bisher zu geleistet. So viel liegt im Argen, dass man es jetzt sogar bei der Bahn selbst bemängelt. Die Konzerntochter DB Cargo ist die größte deutsche Güterbahn und der drittgrößte Logistikkonzern Europas. Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta, mit der wir uns virtuell zum Interview verabredet haben, will zwar nicht von Fehlern sprechen, wohl aber von falschen Weichenstellungen durch die Politik. Wir haben 50 Jahre hinter uns, in denen es immer mehr in Mode kam, auch immer mehr politisch unterstützt wurde, Güter auf der Straße zu transportieren. Die Schiene ist hier immer mehr ins Hintertreffen geraten. Also das heißt, wir haben eine große Aufgabe vor uns, die Rahmenbedingungen wieder schienengüterverkehrsfreundlich zu gestalten. Schienenfreundlich sind die Rahmenbedingungen längst nicht mehr. Der Gesetzgeber behandelt Bahn und Lkw in Deutschland höchst ungleich. Schon ein Blick auf die Wegekosten genügt. Während Lkw nur auf 8% des Straßennetzes eine Maut bezahlen müssen, nämlich auf Bundesstraßen und Autobahnen, zahlen Bahnunternehmen für jeden Streckenkilometer eine Schienenmaut. Auch Altmark Rail aus Oebisfelde. Mit dem privaten Bahnbetrieb hat sich Michael Frick einen Traum erfüllt. Mit diesen schmucken Dieselloks befördert sein Team Güter durch die ganze Bundesrepublik. Jeden Tag merke er, dass die Bahn gegenüber dem Lkw im Nachteil ist. Wenn Sie mit dem Lkw vom Nordpol zum Südpol fahren wollen, kein Problem, Sie setzen sich rein, tanken voll, Schlüssel rum und dann zur nächsten Tankstelle und weiter. Interessiert kein Mensch. Sie müssen zwar mehrere Zollschranken hinter sich lassen, aber Sie können fahren und fahren und fahren. Aber wenn Sie hier mit einer Lokomotive in Deutschland, die in Deutschland zugelassen ist, zum Beispiel nach Österreich, in die Schweiz oder Italien wollen, ist an der Grenze Schluss. Unterschiede bei Sicherheitsvorschriften und technischen Standards bremsten die Bahn aus, sagt Michael Frick. Alle 8 Jahre muss eine Lokomotive zur Hauptuntersuchung. Das kostet eine 6-stellige Summe. Solche Kosten hat kein Lkw. Ganz ähnlich bei der Maut. Unsere Mautgebühr ist in jedem Falle immer höher. Und das können wir eben nur kompensieren, indem wir Masse fahren. Zum Beispiel eine Ladung Schotter von Oebisfelde nach Hamburg. Die Fahrt muss Michael Frick vorab online anmelden.
Ich fahre von 1, das wäre Hübesfelde, will ich über Lehrte, Hannover, Soltau nach Hamburg-Eidelstedt fahren. Die Kilometer sind 275 Kilometer oder 276 Kilometer und die Strecke würde kosten 851 Euro. Ist das mit einem LKW vergleichbar? Nein. Dann kommt vielleicht irgendwo 400, 500 Euro. Also die ganze Prozedere, die wir jetzt hier fahren, Marktsegment, Standardzug, wären Gesamtkosten von 3.545 Euro. Und das müssten Sie bezahlen? Ja, erstmal. Ja. Weil ich belaste ja die Strecke, ich belaste die Weichen, das zählt ja alles mit rein. Unterschiede bestehen auch bei den Belastungen, die der Verkehr verursacht. Sogenannte externe Kosten als Folge von Lärm, Schadstoffausstoß, Flächenverbrauch oder Unfällen. Jedes Jahr entsteht dadurch ein Milliardenschaden für die Allgemeinheit. Betrachtet man nur den Güterverkehr, sind diese Kosten zu 90% dem LKW anzulasten. Doch bei der Begleichung dieser Kosten geht es alles andere als gerecht zu, sagt der Mobilitätsforscher Gernot Liedtke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es ist so, dass bei den externen Kosten, mit Ausnahme möglicherweise von Lärm, der LKW mehr Belastung verursacht als die Schiene. Und es ist auch momentan so, dass bei der Berechnung der LKW-Maut die externen Kosten gar nicht oder nur in einem sehr geringen Maße einkalkuliert sind. Das heißt, der Straßengüterverkehr wird für die Milliardenschäden, die er verursacht, kaum zur Kasse gebeten. Stattdessen trägt die Kosten der deutsche Steuerzahler. Mit seinen Abgaben subventioniert er das Geschäftsmodell Straße und das seit Jahren, beklagt der Lobbyverband Allianz pro Schiene. Wenn Sie ein Gewerbegebiet planen, ist seit Jahrzehnten mit Steuergeld der Straßenanschluss da. Da wird gar nicht drüber nachgedacht und erst recht nicht diskutiert. Wenn Sie einen Gleisanschluss ins Gewerbegebiet legen wollen, müssen die Unternehmen privates Geld mitbringen. Es wird nicht von der öffentlichen Hand bezahlt. Und allein daran sehen Sie, wie ungleich die Wettbewerbsbedingungen zwischen Güterbahn und Lkw sind. Während das Schienennetz schrumpfte, ist das deutsche Autobahnnetz gewachsen, bezahlt vom Steuerzahler. Eine Marktliberalisierung begünstigte osteuropäische Speditionen mit Dumpinglöhnen und Dumpingpreisen. Die Bundesregierung fördert sogar aktiv die Anschaffung von Lkw. Wird ein alter Laster verschrottet, winkt eine Kaufprämie von 15.000 Euro für einen neuen. Dieser Katalog umfasst mehr als 80 Fördermaßnahmen für Lkw. Vom Bremsassistenten und Dieselpartikelfilter bis hin zu Bordmikrowellen und ergonomischen Matratzen im Führerhaus. Budget für dieses Jahr mehr als 276 Millionen Euro. Wenn man den Diesel-Lkw fördert durch Kaufprämien, wenn man den Gas-Lkw fördert durch Mautbefreiung, wenn man all diese Dinge mit Steuergeld anreizt, dann darf man sich nicht wundern, warum die Güterbahn nicht aus dem Knick kommt, weil sie preislich einfach nicht mithalten kann. Förderpolitik mit der Gießkanne. Von den Verantwortlichen wird sie verteidigt. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Wir sagen, für die Logistik soll derjenige, der Ware transportiert von A nach B, sich das Verkehrsmittel seiner Wahl suchen. Und dafür haben wir die Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen. Und insofern bekommt die Schiene eine gute Förderung, muss man wirklich sagen. Und die Straße, wie auch die Wasserstraße oder der Luftverkehr, bekommen auch das an Unterstützung, was sie brauchen. Wird aber nicht die Straße von der Politik bevorzugt? Schon lange stehen die engen Verbindungen zwischen Autobranche und höchsten politischen Kreisen in der Kritik. Etwa die konzertierte Aktion Mobilität, Treffen zwischen Politikern und Vertretern aus der Autoindustrie. Zu diesen sogenannten Autogipfeln sind Bahnvertreter nicht eingeladen. Das zeige die Macht der Autolobby in Deutschland, kritisiert Christina Deckwirth vom Verband Lobby Control. Das sind exklusiv Lobby-Klüngelrunden. Außerdem gibt es auch sehr viele Seitenwechsel, also dass frühere Spitzenpolitikerinnen und Politiker in die Autolobby wechseln und dort zu Spitzenlobbyisten werden und da natürlich auch ihre prall gefüllten Adressbücher mitnehmen.
Und es fließen auch sehr viele Gelder aus der Autoindustrie an die Parteien. Also die Autobranche ist eine der Industrien, die am meisten Gelder den Parteien zukommen lässt. Im Bundesverkehrsministerium will man von einer Bevorzugung der Straße nicht sprechen. Künftig soll es auch Geld geben für Gleisanschlüsse. Die Schienenmaut soll sinken. Höhere Benzinpreise seien schon beschlossene Sache. Und auch die Lkw-Maut soll nicht so bleiben, wie sie ist. Und jetzt gibt es ja schon die Diskussion, auch tatsächlich auf das nachgelagerte Straßennetz zu gehen, also auf Landesstraßen, auf kommunale Straßen, gegebenenfalls auch die Lkw-Maut auszuweiten. Das wird sicherlich eine Debatte in der nächsten Legislaturperiode werden. Und damit sieht man, man verteuert den Verkehrsträger Straße und man investiert massiv in den Verkehrsträger Schiene. Und insofern greifen wir natürlich schon in das System ein. Das machen wir nicht auf einen Schlag, sondern sukzessive, damit sich die Branchen auch einstellen können. Aber da kann man schon Verkehrspolitik erkennen. Tatsächlich will die Bundesregierung jetzt massiv in das Schienennetz investieren. Bis 2030 gibt es für den Erhalt des Netzes 86 Milliarden Euro. Für Aus- und Neubau weitere 40 Milliarden. Zusammen mit weiteren Fördermitteln, etwa für den Kohleausstieg, könnten mehr als 150 Milliarden Euro verbaut werden. Zufriedenheit im Bahntower. Mein Vorstandsvorsitzender Richard Lutz sagt oft an der Stelle, wir haben Rückenwind in Sturmstärke. Diesen Rückenwind, den spüren wir einerseits, andererseits geht es natürlich um eine Fülle vieler, oft kleinteiliger, oft europäischer Maßnahmen, die erforderlich sind. Die Milliardensummen fließen vor allem in das bestehende Schienennetz. Das teilen sich Personen- und Güterzüge. Oft behindern sie sich, denn der Personenverkehr hat Vorrang. Weil in der Ära Medorn viele Überhol- und Ausweichgleise abgeschafft wurden, müssen jetzt neue gebaut werden. Einheitlich 750 Meter lang, denn Güterzüge sollen künftig länger sein. So können sie mehr transportieren. Bisher gibt es so lange Ausweichgleise gerade mal auf 10% des deutschen Streckennetzes. Immer mehr Züge sollen elektrisch unterwegs sein, auch über die Grenzübergänge zu den Nachbarländern. Der Anteil elektrisch betriebener Strecken soll von jetzt 60 auf 70% steigen. Und auch das Rangieren soll vereinfacht werden. Mit der digitalen automatischen Kupplung. Sie verbindet oder trennt Güterwagen selbsttätig. Samt Luft-, Strom- und Datenleitungen. Beim Zusammenstellen und Verteilen von Waggons würde das enorm Zeit sparen. Züge würden ihr Ziel schneller erreichen. Deshalb soll die Kupplung europaweit einheitlich eingeführt werden. Was innovativ klingt, ist es nicht wirklich. Denn außerhalb Europas wird diese Technik schon längst genutzt. Wir sind nicht mehr Primus in Europa. Wir sind in vielen Bereichen, bei der Infrastruktur, beim Klimaschutz, aber auch beim Schienengüterverkehr, sind wir mittlerweile im unteren Mittelfeld, wenn man sich die EU anschaut. In der Tat. Deutschland investiert pro Kopf 76 Euro in sein Schienennetz. Dänemark etwa das Doppelte, Schweden und Österreich das Dreifache. Die Schweiz investiert sogar fünfmal so viel wie Deutschland. Wenn künftig mehr Güterzüge fahren sollen, dürfen sie den ebenfalls wachsenden Reiseverkehr nicht behindern. Ideal wären eigene Strecken nur für sie. Man müsste also neue Strecken bauen oder alte, stillgelegte reaktivieren. Vielleicht eine Chance für die alte Kanonenbahn. Ein Verein kämpft um die Rettung der alten Elbbrücke in Barby. Aber hier glaubt man auch an eine Renaissance der stillgelegten Bahnstrecke, vor allem für den Güterverkehr. Genau dafür sei sie ja einst gebaut worden, sagt Verkehrsingenieur Jürgen Krebs. Ich muss die Frage stellen, warum man solche Anlagen nicht für den Schienengüterverkehr nutzt. Für den Verkehr von, ich sag mal, Ostgrenze, Polen, polnische Ostseehäfen
über das Land Brandenburg nach Thüringen, Hessen, Südwestdeutschland ist das eigentlich hier die klassische Strecke. Die Kanonenbahn könnte andere Strecken entlasten, auf denen jetzt schon dichter Verkehr herrscht. Etwa nach Halle, Leipzig, Magdeburg und Hannover. Sie berührt nur wenige Orte und wäre ideal geeignet für den Güterverkehr. Es ist die kürzeste Verbindung zwischen St. Petersburg und Lissabon. Damals hat man europäischer gedacht als heute. Auf dem Teilstück bei Barbie sollen in ein paar Jahren sogar wieder Züge rollen. Wollte man aber die ganze Strecke reaktivieren, wäre dafür ein enormer Aufwand nötig. Pläne gibt es dafür bislang nicht. Obwohl auch der internationale Güterverkehr wachsen wird, etwa zwischen Europa und China. Die Kanonenbahn sollte man sich tatsächlich sehr detailliert mal angucken. Da gibt es nämlich einige Chancen. Wenn beispielsweise sich die Transporte über die neue Seidenstraße weiter anwachsen würden. Wir haben momentan etwa 30 Züge pro Tag in beiden Richtungen. Vielleicht werden das mal 60 und mal 100 und dann sind die nicht mehr zu vernachlässigen. Also Netze müssen sich weiterentwickeln und wenn es um diese europäischen Dimensionen geht, muss auch hier und da mal groß gedacht werden. Auch über diese Brücke sollen wieder Züge rollen. Die Höllentalbahn zwischen Blankenstein in Thüringen und Marxgrün in Bayern wurde einst durch die innerdeutsche Grenze unterbrochen. 5 Kilometer Strecke wurden abgebaut. Inzwischen gibt es Bedarf für neue Züge. Die Zellstoff- und Papierfabrik in Blankenstein bekommt täglich hunderte Tonnen Holz geliefert. 250 Lkw am Tag, die meisten aus Tschechien. An der Grenze wird das Holz vom Zug auf den Lkw verladen, weil eine direkte Bahnverbindung fehlt. Wir kriegen auch Holz mit der Bahn. Aus dem Süden muss es halt extreme Umwege fahren. Wenn wir also Holz aus dem nahegelegenen Tschechien bekommen, sind ungefähr 50 Kilometer Luftlinie, dann fährt dieses Holz im Moment 280 Kilometer. Das ist natürlich ein Riesenumweg und vom CO2-Fußabdruck her überhaupt nicht zu verantworten. Anstelle des Riesenumweges könnten gerade mal 5 Kilometer wieder aufgebauter Bahnstrecke zwischen Blankenstein und Marxgrün den Unterschied machen. Ein Weg fast in Ideallinie zu den tschechischen Nachbarn. Dort hat man schon eine grenzüberschreitende Bahnstrecke reaktiviert. Die aber dem Zellstoffwerk nur etwas nützt, wenn auch die letzte Meile befahrbar ist. 2 Güterzüge pro Tag könnten immerhin 50 Lkw ersetzen. Dafür macht sich eine Verkehrsinitiative stark, die hier auch wieder Personenzüge fahren lassen möchte. Doch das wildromantische Höllental ist heute Naturschutzgebiet. In den beiden Tunneln nisten Fledermäuse. Es gibt daher auch Stimmen gegen eine Reaktivierung. Christian Keil und Katja Stölze-Sell unterwegs auf dem alten Bahndamm. In ihren Augen würde ein Wiederaufbau der Bahnstrecke vor allem Natur zerstören. Zugleich bezweifeln sie, dass er sinnvoll ist. Der Aufwand sei viel zu hoch, der Nutzen nur gering. Wir haben Zweifel an der Finanzierbarkeit des Ganzen. Das ist ja nicht hier, wir legen hier einen Gleis durch und das war's. Also, können Sie sich die Richtlinien angucken. Sie haben mindestens 6 Meter rechts und links, was Sie freimachen müssen. Durch die Hänge müssen Bäume definitiv fallen, weil da müssen Netze hin, dass die Steine nicht. Sie müssen das ja alles sichern, den ganzen Bahngleiskörper. Und das alles zulasten des Steuerzahlers letztendlich, weil ein Güterverkehr wird hier nur für die letztendlich in Blankenstein die Industrie sein. Inzwischen spricht sich auch die Deutsche Bahn für einen Wiederaufbau aus. Die Politik, vor allem in Bayern, zögert aber noch. Leonhard Nossol glaubt an den Nutzen des Lückenschlusses und daran, dass er eines Tages kommt. Als Geschäftsführer des Zellstoffwerks hat er den Anteil der Schiene beim Versand von 20% auf 80% erhöht. Man muss mit Kunden reden und den Kunden sagen, das ist für euch auch vorteilhaft. Das ist eine gute Sache, wenn ihr einen Bahnanschluss habt und den auch betreibt. Ja. Es ist ein bahnaffines Gut, das heißt ein Gut, was gerne und gut auf der Eisenbahn reisen kann. Und ich denke, es ist unsere Pflicht, so viel wie möglich auf die Bahn zu verlagern. Schon jetzt ist absehbar, die Preise für fossile Kraftstoffe wie Diesel und Benzin werden steigen. So wie es Klimaschützer seit langem fordern.
Erstmals würde so tatsächlich ein Teil der Folgekosten des Verkehrs dem Verursacher Straße angelastet. Im Obterra-Zementwerk in Karsdorf verfolgt man diese Entwicklung aufmerksam, denn sie wird auf lange Sicht der Schiene nützen und den Straßenverkehr verteuern. In dem Augenblick, wo es Gesetzgebung, Verordnung gibt, die die Preise für den Transport auf der Straße erhöhen, würde das letztlich eine Kostenerhöhung bei unseren Produkten erwirken. Und das wiederum würde das Bauen von Infrastruktur und Wohnraum dann verteuern. Wenn die Politik wolle, dass der Zement per Bahn genauso zuverlässig und preiswert geliefert werde wie mit dem LKW, müsse sie auch die Bedingungen dafür schaffen. Eine leistungsfähige Bahnstrecke etwa oder günstige Preise für den Bahntransport. Darauf habe ein Unternehmen keinen Einfluss. Ich denke, es ist sogar zwingend notwendig, dass die öffentliche Hand bzw. der Gesetzgeber dort fördert und unterstützt. Im Fernverkehr der Bahn hat die Bundespolitik in den letzten Jahren gezeigt, dass es ihr durchaus ernst ist damit, umweltfreundliche Alternativen zu bieten zu Auto und Flugzeug. Kommt jetzt also tatsächlich die Verkehrswende? So eine klare Aussage zur Stärkung der Schiene. Das hat jetzt wirklich Neuigkeitswert. Es ist ja einfach wichtig, wenn die Politik diese Commitments und Strategien ausgibt. Das schafft ja Sicherheit für die Unternehmen auf der Schiene und auch die, die die Schiene noch nicht nutzen. Diese Signalwirkung ist einfach sehr, sehr wichtig. Es geht um nicht weniger als eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik. Dazu beigetragen hat öffentlicher Druck, aber auch finanzieller. Denn bei Nichteinhaltung der Klimaziele drohen Deutschland erhebliche Strafzahlungen an die EU. Klimaschutz im Verkehr ist seit 1, 2, 3 Jahren ein Thema für jeden Bundesfinanzminister. Und das, alleine das, bringt eine völlig neue Dynamik in die Sache. Und jetzt meint es die Politik ernst, aber sie ist noch heftig am Suchen, wie sie es machen soll. Nicht überall wird die Bahn den LKW ersetzen können. Aber sie wird es öfter können als bisher. Zum Beispiel mit dem kombinierten Verkehr, bei dem Sattelauflieger oder Container den größten Teil der Strecke per Bahn zurücklegen. Oder indem Güterwagen auch Einzelkunden bedienen. All das gibt es heute schon. Mit moderner Technik und sinnvollen Investitionen soll es großflächig möglich sein. Ich glaube, wir werden dazu kommen, dass wir ein Primat des umweltfreundlichsten Transportweges haben. Nicht mehr des kostengünstigsten Transportweges. Die Politik in Deutschland hat lange gebraucht, um sich für eine Trendwende im Verkehr einzusetzen. Viel zu lange, sagen Kritiker. Nun muss sie sich an ihren Versprechungen messen lassen. Auch von den Menschen im verkehrsgeplagten Mücheln. Sie werden, wie überall im Land, genau hinschauen. Ich hoffe ja nur, dass sich durch den öffentlichen Druck da wirklich jetzt was ändert. Aber mit den jetzigen Leuten, die jetzt an der Regierung sind, wird sich da nichts ändern. Das habe ich schon lange den Glauben verloren. Es muss was geschehen, dann glaube ich es. Wenn der Anfang gemacht ist, dann glaube ich es. Ich glaube, der Knoten wird richtig platzen mit der nächsten Bundesregierung. Ganz egal, wie sie parteipolitisch zusammengesetzt sein wird, wir werden eine völlig andere Verkehrspolitik erleben. Und insofern blicke ich durchaus optimistisch in die Zukunft.